Hey Leute, mein Name ist Epic Sun und heute spielen wir eine weitere Find the Button Map. Okay, hier sind auf jeden Fall die Regeln, okay, und hier einfach mal Map Creators, da klicken wir einfach mal drauf. Okay, die beiden haben die Map gemacht. Hier kommen wir nochmal zurück und wo können wir starten? Hier können wir starten, okay, click to start. So Leute, das erste Level hier, Find the Button. Ich freue mich wieder richtig, Find the Button macht mir immer richtig Spaß und euch auch. Und hier ist der erste Button, Leute, das war ja natürlich nicht schwer. Level 2, Badezimmer, okay. Ah, wow, hier ist der Button, ernsthaft? Leute, ich bin so ein Button-Profi. Ich bin einfach ein Button-Profi. Zack, hier ist er. Nice, wir sind schon in Level 3, das geht ja echt schnell. Die Level sind tatsächlich auch nicht so groß. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch jetzt einfach mal einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wir gucken jetzt mal, wo ist der Button? Oh Gott! Ich kann damit aber rumfahren. Oh, ach, die fahren im Kreis. Warte mal, da müssen wir da durchfahren, oder? Moment mal. Hier soll ein Button sein, oder was? Wie ist das denn möglich? Hallo? Oh, ich weiß was. Man muss da kurz aussteigen, glaube ich. Jetzt. Nee, warte mal. Muss man da kurz aussteigen? Ich dachte, da wäre eine kleine Lücke, wo man aussteigen kann. Aber hier muss irgendwo ein Button sein. Aber, Alter, wie kommt man denn an den Button dran? Man sieht nichts. Oh, wo bin ich hier? Ich hab's geschafft. Aber hier ist kein Button. Hä? Leute, wo ist hier der Button? Jetzt bin ich hier. Kann ich mich hier reinsetzen? Oh nein, der fährt automatisch. What the fuck? Was ist das hier für ein Level? Hier ist auf jeden Fall eine Redstone dort und ich bin... Hier ist der Button! Oh mein Gott, Leute, was? Hier oben ist der Button. Wie hätte man das denn sehen können? Ich dachte, der wäre da drin und ich töte mich hier halber. Oh wow, okay, Level 4 Garden. Okay, das Level sieht auch sehr, sehr schlicht aus. Hier ist ein Buch. Why are you here? Okay. Oh, bleib mal schön da drin. Okay, hier haben wir auf jeden Fall ein Bäumchen. Hier ist kein Button. Ah ja, die Map, die will mich ein bisschen verarschen. You can't trade with him. Okay. Nö, tatsächlich nicht, weil hier unsichtbare Blöcke sind. Okay. Ah, ich glaube, hier ist schon ein Button, oder? Nee. Ist der Button... Oh, ich komme hier auch nicht hoch. Okay, hier sind unsichtbare Blöcke. You can't trade with me. Okay. Ich will aber mit dir traden. Aber wo ist hier der Button? Ist der vielleicht hier draußen irgendwo dran? Sehen wir den in der F5. Nee. Hier ist kein Button. Hier ist nirgendwo ein Button. Und beim Baum? Nee. Beim Baum ist auch kein Button. Okay, das heißt, der Button muss hier drin sein. Aber wo? Hier in der Decke ist er ja nicht. Hier kommt man nicht... Ah, kann man hier so mit ihm traden? Oder müssen wir auch mit ihm traden? Ich weiß gar nicht. Ah, der Button könnte ja auch genauso gut hier unten drunter sein. Aber das ist er, glaube ich, nicht. Nee, warte mal, können wir... Nee. Guck mal, hier drunter ist kein Button. Aber wo ist der Button, Leute? Kann ich da zu dem... Nee. Ah, vielleicht ist der Button hier hinter ihm. Vielleicht ist der Button hier hinten dran. Aber ich komme ja nicht hin, hier sind unsichtbare Blöcke, oder? Der ist bestimmt hier hinten dran. Aber wie komme ich denn da... Oh, ist eine Blume? Oh Mann. Und beim Baum ist der Button ja nicht, ne? Nee. Okay, auf dem Boden ist ja auch nicht. Der muss hier drin sein, der Button. Auf jeden Fall. Oder ist der hier drin? What the fuck? Okay, Leute. Ich muss sagen, die Map ist schon relativ schlicht gehalten. Aber die Button, die sind ja so geil versteckt. Die sind richtig, richtig gut versteckt. Das muss man echt sagen. Oh mein Gott, der Button war hinter dieser Tür. Richtig gut. Okay, Leute, mir gefällt die Map richtig gut. Also das war ja richtig nice. Der war einfach hinter der Tür versteckt. Wow. Okay, jetzt habe ich gar nicht gelesen, wie das hier hieß. Egal. Auf jeden Fall haben wir eine kleine Mine. Okay, bei der Map, Leute, man muss auf alles achten bei dieser Map. Da ist der Button. Too easy for me. Man muss auf alles achten. Level 5 Road. Okay, die Straße. Ich gehe mal zuerst mal hier ins Wasser. Aber hier unten scheint mir kein Button zu sein. Nee. Hier unten ist auf jeden Fall kein Button. Jetzt ist natürlich die Frage, der kann natürlich in den Häusern sein, aber auf der Straße ist er nicht. Und hier ist er ja wohl auch nicht, ne? Hier ist ja auch nichts, wo man rein kann, kein Loch, nee, okay. Dann wird er wohl in den Häusern sein oder auf jeden Fall an den Häusern. Hier ist schon mal nichts und hier ist schon mal... Ah, oh, what? Wofür ist der Hebel? Okay, ich habe hier einfach ein leeres Haus, aber wofür ist der... What? Warte mal, öffnet er den Geheimgang? Hat er gerade den Geheimgang geöffnet? Ja! Und man hört noch nicht mal die Pisten. Wie geht das denn? Oh, what? Okay, wird einfach ein Geheimgang geöffnet, wenn ich jetzt... Und hier ist der Button. Und hier ist das Haus. Und hier ist noch ein Button. Oh, what? Ah, ich verstehe schon.
Ja, cool. Und hier ist der Button. Nice. Leute, mir gefällt das richtig, richtig gut. Level 6, a Bedroom, also Schlafzimmer. Okay, hier ist der Button schon mal nicht. Ich teste einfach alles. Bei dieser Map muss man alles testen, Leute. Der Button kann überall versteckt sein. Hier haben wir auf jeden Fall Kisten. Und hier ist ein Button. Ernsthaft, das war aber easy. Da muss ich sagen, das war echt easy. Und hier sind... Was höre ich da? Button 1, 2, 3. Warte, Button 1, 2, 3. Machen die irgendwas? Der ist hier drin. Da ist ein Button. Ja, okay, okay. Oh, wow, zum Glück habe ich das entdeckt. Zum Glück habe ich das entdeckt. Und da ist der Button gleich gedrückt. Yes! Level 8 Factory. Oh, die habe ich gerade eben gehört, glaube ich. Wir sind hier in der Factory. Mach das mal aus. Hallo? Hallo, bitte? Oh Gott, Hilfe! Okay, ich kann hier auch nichts machen. Boah, das ist... Alter, was soll denn das hier? Okay, wir drücken auf den Button. Ja, gut. Okay, ich habe nicht so viel Ahnung von Redstone. Aber wir suchen hier auch zum Glück nur einen Button. Aber irgendwie habe ich die Befürchtung, vielleicht müssen alle Lichter an sein oder so. Aber ich kann hier auch nichts umstellen, zum Glück. wir suchen einen Button. Aber wo kann der denn versteckt sein? Der muss ja... Boah, der ist bestimmt ganz easy versteckt und ich übersehe den gerade die ganze Zeit. Aber wo kann der denn sein? Hier ist ein Button, ne? Aber es macht ja nichts. Der macht nur die... Der bewegt nur die Pisten hier mit dem Slime drauf. Und auf dem Slime sind Lampen. Aber warum? Also was bringt mir das hier? Ich verstehe es nicht. Und was soll das hier? Kann man sich hier verglitschen? Vielleicht kann man sich hier verglitschen. Das ist der Button! Das ist der Button! Oh mein Gott, Leute, habt ihr den gesehen? What? Hier ist der Button einfach. Kann man jetzt einfach spammen? Ja. Wow. Level 9. Parcours. Okay, wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. Hier unten ist ein Button. Bitte. Sag mir jetzt nicht, dass der... Oh, soll ich einfach mal... Ich drück mal drauf. Okay, das war easy, Leute. Level 10 Forest. Okay, na, was ist das denn für ein Forest für kleine Kinder? Oh, what? Oh, zum Glück. Oh mein Gott. Der Button ist ja so schwer zu sehen. Guckt euch das mal an. Man sieht ihn nur von hier. Von hier sieht man... Oh mein Gott. Okay, Leute, da muss man auch echt genau schauen. Man sieht den nur von hier, den Button? Oh, what? Wo bin ich denn? Level 11. Alter, meine Augen. Zu viel... Lapis Lazuli, hier, Hilfe. Ist hier der Button? Nein. Oh Gott, Alter, das tut echt in den Augen ein bisschen weh. Hier ist der Button. Das ist nicht der Button. Warum kriege ich Button? Ich kann mir einfach Button holen. Leute, ich habe unendlich Button. Das ist ja ein Träumchen. Ich habe 10 Button. Ja, und jetzt? Was soll ich denn damit? Warum kriege ich 10 Button? Soll ich die hier hin? What? Can be placed on block of emerald. Ach so. Wir haben also einen Button bekommen, den wir auf einem block of emerald platzieren mussten. Schön, dass ich irgendwas lese. Oh Gott, ich habe halbes Leben. Soll ich mich mal kurz umbringen? Mache ich mal ganz kurz. Wo bin ich hier? Okay, da bin ich wieder. Oh Gott. Ich glaube, meine ganzen Button sind verbrannt. Nee, die liegen da hinten. Oh, nice. Oh Gott. Okay, okay. Wir müssen hier sneaken auf jeden Fall. Jetzt haben wir nochmal einen neuen Button, aber mit dem können wir leider nichts machen. Hier auf jeden Fall ist alles gut, beziehungsweise sehe ich schon mal keinen Button. Es kann natürlich sein, wir testen das mal ganz kurz, ob die irgendwo weitergeht, beziehungsweise ob hier ein Button unter der Lava ist. Das kann natürlich auch immer sein, ist es aber tatsächlich nicht, jetzt in dem Fall. Hier ist bestimmt irgendwo ein Button. Gehen wir hier runter und hier ist der Button. Na, easy, zack. Level 13, a house. Okay, hier ist nochmal, can be placed on block of iron. Guck mal, wie viel Button ich jetzt habe. Okay, block of iron, block of iron. Wo haben wir einen block of iron? Da ist er. Oh, warte, wir müssen... Hier ist was. Hier ist noch eine Kiste. Can be placed on block of gold. Oh, wie cool. Okay, dann... Was ist das denn hier? Dann können wir jetzt hier durch. Und jetzt können wir hier hin, können wir den setzen. Und wir haben es geschafft. Level 15 Storage. Oh, no. Oh, no, Leute. Wir müssen einen Button finden, der auf Cobblestone platziert werden kann. Das heißt, ich muss alles hier lesen. Überall schauen, ob der... Oh, mein Gott, nein. Oh nein, oh Gott, nein. Wer kam denn auf diese Idee, Leute? Oh nein. Wir müssen einen Button finden, den man auf Cobblestone platzieren kann. Und hier sind einfach Millionen Button. Oh mein Gott. Wer ist denn auf diese Idee gekommen? Und ich muss alles durchschauen. Hier ist einfach leer. Oh, und die sind nicht leer. Oh mein Gott. Wer kam denn auf diese Idee? Nein. Leute, das ist nicht euer Ernst gerade.
Das ist mal ne. Das habe ich in Find the Button ja noch nie gesehen. Oh mein Gott. Aber ich finde die Idee sau gut. Also die Idee ist richtig, richtig gut. Aber sowas habe ich echt noch nie. Oh Gott, Leute. Und vor allem, es gibt zwei Seiten davon. Wer kam denn auf diese Idee? Oh nein, ich will nicht. Ich will nicht den einen Button finden. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr das hier findet. Also ich suche jetzt schon die ganze Zeit, Leute, eine Kiste nach der anderen durch. Die Idee ist sehr, sehr gut, aber das ist natürlich so nervig für den Spieler. Der arme Spieler, der hier alle Buttons anschauen muss. Und wenn das hier ein Troll ist, also wenn der Button irgendwo anders ist, wenn man den gar nicht darauf platzieren muss, dann raste ich hier komplett aus. Warum? Ich bin so dumm, Leute. Es gibt doch eine Taste, wo man alles miteinander rausholen kann. Da wird, glaube ich, eine Seite komplett raus... Was war das denn? Da werden, glaube ich, alle Button mit demselben rausgeholt. Oder gibt es da nicht so eine Tastenkombination? Okay, Leute, vielleicht hat mir das alles ein bisschen zu lange gedauert und vielleicht habe ich die Kisten hier abgebaut mit dieser Diamant-Axt. Ich habe fast mein ganzes Inventar voller Button und hier ist einfach die Kiste mit dem Button, den wir auf Cobblestone platzieren können. Danke für nichts. Und da steht Thanks for playing. Nice, die beiden haben die Map gemacht. Mir hat sie auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst natürlich einen Daumen hoch und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.